Unsere erste Kata heißt Seigan. Drei Schritte. Und ich darf. Okay. Seigan. Die Form Seigan ist ein Tick anders als Chudan Kamae. Seigan no Kamae ist nicht gerade, sondern Seigan no Kamae ist leicht gedreht. Damit ist ein bisschen mehr Spannung drin. Ich bedrohe sie ja. Ich stehe also nicht einfach so, sondern ich gehe ein bisschen leicht schräg. Dadurch habe ich hier mehr Spannung. Und meine Zielrichtung meiner Schwertspitze ist ihr Gesicht. Das ist sehr unangenehm. Ja? Da Auge. Ja? Man kann natürlich auch tiefer zielen, aber dann ist die Bedrohung eine andere und ist psychisch nicht so stark. Also es geht um das Sanshin, ja, die Energie. Und achtet darauf, dass ihr, wenn ihr das filmt, nein, Quatsch, wenn ihr das übt, dass ihr nicht einfach, ja, das ist keine Bedrohung. Ihr müsst innerlich Energie schicken durch das Schwert. Ja, sie muss sich bedroht fühlen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben hier zwei verschiedene Formen. Man denkt ja erstmal, ich will sie erstechen. Ich weiß, dass das nicht geht, denn sie wird nicht warten. Sie geht, schauen wir uns nochmal ihre Haltung an. Du gehst erstmal vor, drei Schritte. Was sie macht, ist kein Schnitt. Sie bedroht mich nur. Ja? Das ist das Gleiche, was ich eigentlich mache. Sie nimmt zwischen ihrem Auge und meinem Auge nimmt sie ihre Schwertspitze. Als Zeichen, hey, pass auf, ich kann mich wehren. Und dann geht sie zurück in Hasokamae. Warum in Hasokamae? Weil das eigentlich eine uneinnehmbare Stellung ist. Ich kann ihr gar nichts tun, weil sie ist viel zu schnell im Konter. Ja? Mach mal. Da, ja. Das ist eine Stellung, aus der sie blitzschnell reagieren kann. Ein entspanntes Hasokamae. Ja? Deshalb, die Japaner haben den Ausdruck Ura und Omote. Omote ist die offensichtliche Form, ich will sie stechen ins Gesicht. Ich weiß ja, das wird sie nicht zulassen. Also, was ich eigentlich will, die Ura-Form ist, ich will sie aus ihrer Stellung rausbringen. Ihre Stellung ist für mich uneinnehmbar. Also raus damit. Warum? Damit ich sie angreifen kann. Ja? Denn, wie gesagt, so kann ich nicht angreifen, weil wenn ich jetzt so angreifen würde, sie könnte blocken, ja, sie könnte verschiedene Sachen machen und deshalb will ich, dass das Schwert da wegkommt. Das ist mein Interesse. Machen wir mal kurz die japanische Haltung, das heißt, du schlägst nur weg. Die japanische Form im Musoshinkenryu ist folgendermaßen, du bewegst dich nicht, nur einfach, ich steck weg und ich konter. Damit endet die japanische Form. Und dann haben wir festgestellt, nee, sie hat noch viel mehr Möglichkeiten. Daraus ist ursprünglich Ronin-Ryu entstanden. Sie, schaut mal auf den Fuß, sie bewegt ihren vorderen linken Fuß nach rechts in dem Moment, wo sie mein Schwert wegschlägt. Dadurch geht sie aus meiner Schnittlinie raus. Und zwingt mich, indem sie noch einen Schritt weiter geht, fast neben mich, zwingt mich, mich zu drehen, um sie wieder zu schneiden. Dadurch gewinnt sie einen Vorteil. Dann geht sie ins Ukenayashi und dann bin ich völlig hilflos, sie kann kontern und ich bin enthauptet. So stirbt sich am edelsten. Das ist der erste Teil. Der Kata Seigan, das Chivori hinterher und das Noto könnt ihr machen, wie ihr wollt. Bei uns im Ronin-Ryu sind die Sachen nicht fest vorgegeben, sondern je nachdem, ob ihr einen guten Tag beim Töten habt oder einen schlechten Tag, könnt ihr verschiedene Chivoris machen. Wie würdest du es jetzt heute machen, nach dem Töten? Du bist fertig. Ich sterbe. Thank you.
Ja. Da seht ihr gleich noch eine weitere Besonderheit. Wir haben das Chinugui, das Putzen des Schwertes mit dem Tuch, denn, wie eigentlich jedem klar sein müsste, ein Chibori reinigt das Schwert nicht von Blut. Ja? Es ist immer Blut dran. Und wenn ihr das Schwert mit Blut in die Saya zurückschiebt, wird es irgendwann festkleben. Die Saya geht kaputt, das Schwert geht kaputt. Die japanischen Samurai haben natürlich immer geputzt, weil ihr Leben hing davon ab. Nur ist es in die rituellen Kata nicht mit übernommen worden. Und weil unsere Kata nicht nur rituell sein sollen, sind natürlich auch keine Realität. Man würde sich wahrscheinlich ein bisschen anders verhalten, wenn man jetzt echt sterben könnte. Deshalb haben wir diese Putztücher mit übernommen. Man sieht sie manchmal in guten japanischen Filmen, dass sie benutzt werden. Ja, deshalb gehört das bei uns mit dazu, wird normalerweise im Ärmel eingesteckt. Und unsere, vielleicht das nochmal kurz, das Wegschlagen des Schwertes, versucht man mit dem Schwert Rücken zu machen. Nicht mit der Schneide, ja, nicht so, sondern man dreht das Schwert etwas, damit die Schneide nicht beschädigt wird. Und gleichzeitig kriegt das Schwert einen Kick nach hinten. Man darf nicht nur nach unten schlagen, man muss auch ein bisschen zur Seite schlagen. Sonst wird das Schwert nur hier und dann könnte ich sofort kontern. Ja? Gibt noch eine zweite Möglichkeit, dass ich nämlich, wenn sie wegschlägt, vorweggehe. Dann bin ich etwas schneller. Aber sie hat trotzdem Zeit, Ukinagashi zu machen. Das ändert nichts am grundsätzlichen Ablauf der Kata. Ja? Es gibt also zwei Möglichkeiten, man lässt das Schwert wegschlagen oder man geht ihm voraus. Aber in jedem Fall ist es ja? Und sie geht ein bisschen um mich herum. Gut, erste Form. Dankeschön.